haben eine gemeinsame Kooperation Köln und Düsseldorf ins Leben gerufen und gestern und heute hat das zum ersten Mal stattgefunden im Rahmen des heutigen Aktionstags gegen Taschendiebstahl, aber immer mit den Kölner Kollegen zusammen, ein Einsatztrupp, also in Zivil aus Köln, mit denen wir auch schon gestern in der Stadt unterwegs waren. Einsatztrupp heißt, wie viele Beamte sind da insgesamt in der Altstadt unterwegs, einerseits aus Köln, andererseits aus Düsseldorf? Also wir haben heute über 50 Beamte im Einsatz, auch in Uniform. Und aus Köln sind zu uns gekommen gestern und heute 10 Beamte. Ist jetzt gerade wieder Messe und deswegen Hochzeit für dieses Delikt, Taschendiebstahl? Temporär immer wieder, wenn es Sonderveranstaltungen in der Stadt gibt, Altstadtfeste, Messen, Konzerte und so weiter, ist für uns auch natürlich immer der Fokus auf solche Sachen. Taschendiebstahl gibt es dann auch vermehrt natürlich. Die Täter wissen das, orientieren sich auch an den Veranstaltungen, die es in der Stadt gibt und kommen dann verstärkt in die Stadt. Und deswegen sind wir auch heute mit vielen Beamten im Einsatz. Was können die Düsseldorfer von den Kölnern lernen? Genauso viel wie die Kölner von den Düsseldorfern. Wir profitieren natürlich davon, dass die Kölner sehr lange schon in diesem Bereich tätig sind und konzentriert und zentral in Köln sich dem Thema Taschendiebstahl widmen, sowohl ermittlungsmäßig als auch in dem Bereich verdeckt in Zivil. Und von daher hoffen wir uns natürlich daraus, dass der eine von dem anderen lernen kann, noch Tricks lernen kann und den nötigen Blick lernen kann. Und so erhoffen wir uns, dass beide davon profitieren. Sind die Taschendiebe an eine Stadt gebunden oder unter Umständen auch in beiden Städten tätig? Nein, genauso sind die auch in mehreren Städten unterwegs, nicht nur in Köln und Düsseldorf, aber wir stellen auch fest und haben auch gestern in den ersten Besprechungen schon festgestellt, dass es Überschneidungen gibt, dass sowohl Täter aus Düsseldorf nach Köln kommen, als auch andersrum. Woran erkennen Sie einen möglichen Taschendieb, wenn Sie jetzt hier über die Bolkerstraße gehen? Also im Großen und Ganzen kann man sagen, wir müssen uns auf das Verhalten konzentrieren. Wie geht derjenige oder diejenige, worauf ist der Blick gerichtet? Und man kann auch sagen, diejenigen, die zum Beispiel in einem Geschäft unterwegs sind oder in der Altstadt, die haben einen anderen Blick, anderen Fokus als die Leute, die auf Taschendiebstahl aus sind. Gucken die betont unauffällig oder was ist da so das Kennzeichen? Ja, sagen wir mal Bereich Geschäfte. Die Leute konzentrieren sich auf die Auslagen, auf Kleidung und die anderen gucken halt mehr auf die Taschen und auf die Jacken. Und genau im Bereich der Altstadt, andere Leute unterhalten sich angeregt an den Tischen und die anderen gucken entsprechend auf Taschen, die abgelegt sind unter den Tischen, auf Jackentaschen, die vielleicht ausgebeult sind, auf Handys, die vielleicht vielversprechend teuer aussehen und solche Dinge. Welchen Anteil hat der Bestohlene an so einem Taschendiebstahl? Ist man immer noch zu leichtsinnig mit seinem teuren Handy, mit der dicken Geldbörse? Ja, die Täter profitieren natürlich ganz klar davon, dass man abgelenkt ist, dass man nicht immer so aufpasst. Da sind dann halt Handtaschen, die unbeaufsichtigt sind. Da sind Portemonnaies, die in den Außentaschen aufbewahrt werden. Da muss man schon sagen, da können die Leute auch mehr aufpassen. Aber man muss auch zugute halten, die Professionalität der Täter, die sind schon sehr geschickt und arbeiten natürlich auch mit Ablenkungen. Und ich glaube, da kann sich keiner von freisprechen, nicht Opfer eines Taschendiebstahls zu werden, weil die halt schon sehr professionell arbeitsteilig vorgehen. Gab es schon erste Erfolge aus diesen beiden Tagen jetzt? Ja, wir hatten allein gestern mehrere Festnahmen im Bereich der U-Bahn, Straßenbahn und auch auf der Messe hatten wir eine Festnahme.